wieso badet man mit Badezeugs? Das finde ich irgendwie ganz komisch. Normalerweise ist man nackig. Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie ist Evil Chicken immer noch hier? Irgendwo muss das Ding noch sein. Irgendwo ist hier. Ach, da, guck mal. Das ist ja. Machen wir mit Schwarzeiche weiter, dass wir so eine Art Ding hier eine Runde. Komm mal her, komm mal. Ach, gut, man geht sogar. Wiederstand, ich glaube, ich schmeiß den Ding einmal was runter, ne? Das geht so nicht. Tut mir leid, wenn ich immer. Das darf nicht sein. Ach, ja, nackig natürlich ganz klar. Ich frage mich, wenn. Scheiße, wir können nicht durch. Scheiße, das ist ein bisschen doof. Verklickst der Kacke nochmals. Es gibt ja auch Leute, die schlafen oder. Nee, schlafen nackig auch, gibt's auch. Aber die baden nicht nackig. Das ist ganz komisch. Das ist ganz komisch. Leute, die nicht nackig baden, sind keine Ahnung was. Das ist ganz komisch. Leute, die nicht nackig baden, ich hab keine Ahnung, was die da machen in der Badewanne. Ihre wunderschöne. Ich sag mal so. Und ihre wunderschöne. Dreckige Unterhose. Noch kurz verreiben. Dieser scheiß Ding ist da. Ist so. Das tut so weh. Das ist genau mein. Ich bin Linkshänder. Und genau mein Finger hier. Wie ich immer die Maustaste bedienen muss. Das ist so. Ja. Ach, ist offen hier. Ach, dumm Depp. Bin auch ein bisschen blöd, ne? Ja, es gibt's manchmal schon. Ich sag, die Leute nicht nackig baden und dann ihre Bazillen und. Die sie mit der Unterhose dann. Es ist ja ganz, ganz cool. Ich will gar nicht von der sexistischen Seite her was sagen. Es ist ja mir egal, wie ihr Leben lebt oder nicht. Aber man muss ja auch irgendwie an die Hygiene oder wie auch immer denken. Und ich glaube, da nicht nackig zu baden, wäre, glaube ich, ein bisschen die falsche Adresse. Ich habe sogar einen Discord-Server. Also, was Besseres als TS gibt es auch für Smartphone, nur mal so als Info. Da können wir quatschen. Ich habe kein TS, habe ich bei mir abgemeldet. Ich bin nicht mal auf TS. Aber Discord kann ich sogar die Nummer kurz die Inventation ergeben, wenn ich irgendwo da rumfliegen habe. Dann kannst du die App auf Dingens runterladen, auf dem Handy oder auch auf dem Computer dann das Programm und den Server hinzufügen, wenn ich nur noch vielleicht hier eine Runde habe. Rollen, ne, soweit Einladungen. Ach so, das wird nicht angezeigt, okay. Ist das der? Siehst du? Aber wie können wir den mal kurz mal hier deaktivieren und dann wieder hoch? Das ist ja ganz doof. So, Einladungen. Das ist der, okay. Gut, das haben wir gefunden. Ziehen wir uns wieder an. Tja, und den. Wo sind wir hier? Ne, zu obersten wir nicht. Doch hier haben wir den Dings gefunden. Nachricht nicht bearbeiten, das will ich gar nicht abbrechen. Den kopieren. Tja, das ist der Server übrigens, wenn du mal eine Runde fragst. Ja, wir können ja nachher noch quatschen. Aber zuerst müssen wir ein bisschen hier weiter am Fahren, ansonsten geht es hier problematischerweise. Oh. Was wollte ich eigentlich machen? Keine Ahnung mehr. Ach genau, den Boden natürlich, ganz klar. Machen wir noch Fichten oder? Nee, verdammt, ich brauche Eichen. Scheiße. Ich brauche Eichen, geht nicht. Geht nicht so weit, tut mir leid. Wir müssen leider. Eichenholzstufen, wunderschön eigentlich. Das Schiff ist, ich weiß nicht, ob das gut ist hier, ne? Das sieht irgendwie wie gotzt aus, aber ich glaube, da muss jemand, den ich gut kenne, noch drüber ruppen hier, drüber.
Das ist eine komische Form, was ich gerade gemacht habe. Tut mir leid. Ich fühle mich gerade irgendwie beschämend. Aber na gut. Ich lege mal die Eichenlaubblätter hier weg. Das ist ja unerhört, weil sie so viele haben hier. Wir haben wirklich zu viel Eichenlaub. Und Leonhard. Was ist los hier? Willkommen und auch danke dir für das wunderschöne Beisammensein des Abends hier. Der wunderschönen Abend. Und ja, wir haben ja hier unser Laub, dass wir. Und dann wollen wir anfangen, mal in die neue Lagerhalle alles zu befrachten, weil die alte ist ein bisschen abgeranzt, so gesehen, ne? Und man darf ja auch manchmal ein bisschen mehr oder weniger haben. Oh, mein Nachbar hämmert wieder. Also mein Mitbewohner, der schraubt noch immer noch seinen Schrank zusammen. Ach, da ist immer noch, da ist gerade Militär, also ist Militär, nur Wochenends nicht. Und ich glaube, Militär ist einfach für Dumme. Tut mir leid, aber Militär verdummt man wirklich. Man kann nicht mehr Anleitungen lesen, man hat nicht mehr das und man hat nicht das. Es ist einfach so, im Militär ist aber nichts mehr los. Im Militär bekommst du die Anweisungen, packt das Stück mit dem an diesen Ort und dann komm wieder her und was anderes willst. Also du machst nur Sachen von A nach B und von B nach A wieder zurück, also das ist unerhört. Und ich hab dann auch vielleicht, warte mal kurz. In 15, ja, vielleicht in 20 Tagen bekomme ich mein erstes Swiss Loot. Also eigentlich Loot Chest, aber in der Schweiz so gesehen. Und ich freue mich, was da drin ist. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Vielleicht das Motto wird vielleicht vorgesagt, aber alles andere weiß ich selbst noch nicht. Und ich freue mich jetzt. Richtig episch. Ich bin episch, natürlich ganz klar. Ich bin immer episch. Kein Problem. Ich bin mal der Epic Man. Klingt ganz doof. Oh ja. Die Musik ist wunderschön. Ich liebe solche Musik. Die könnte mir theoretisch gesehen natürlich Tag aus, Tag ein in den Ohren klingen. Nicht nur irgendwie so rumherum. Ja. Haben wir hier irgendwo eine Werkbank? Das erinnert mich irgendwie immer an der Book of Unwritten Tales, das ich damals auch, das 1 und 2 habe ich Let's Played. Das erinnert mich hundsgemein an das, wirklich hundsgemein an das Ding. Aber ich weiß auch nicht, wieso hier gerade eine Runde. So, 4 brauchen wir natürlich für eine Werkbank. Ich schmeiß, glaube ich, auch Werkbänke rein. Und ich hier wieder futtern hier. Num, 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 num. Ich glaube auch. Als Badewanne-Musik eignet sich das nicht gerade wirklich. Aber ich finde es eigentlich gut. So. Wo haben wir hier. Wo wollen wir das? Hier hin? Vielleicht schon. Gut. Schilder. Vielleicht nicht haben wir hier unten. Was haben wir hier? Wir müssen ein paar Schilder machen. Wir wollen ja auch wissen, was in den Kisten ist. Und nicht immer das Ding aufschmeißen. Das ist auch so doof, ne? Wir wollen ja irgendwann wissen, was in den Kisten drin ist. Und nicht irgendwie dann jede Kiste aufschmeißen und dann nachschauen, was los ist. Es ist einfach ein bisschen wie so. Ach, die können wir 16 stacken. Ah, okay. Wollen wir hier eine Kiste oder eine Kiste für Laub machen? Oder ich habe mal früher mal, also vor 2 Wochen habe ich, glaube ich, diese Hütte hier gebaut. Mal gesagt, übrigens, da oben ist das. Das muss so sein, das ist ein Luftschlitz hier. Das ist wirklich ein Luftschlitz, das muss so sein, das wird nicht anders gepredigt. Wir wollen vielleicht, oder wir zusammen, du und ich, wir wollen da vielleicht auch nach unten bauen. Also das heißt, in die Tiefe wollen wir das Ding bauen und dann vielleicht nehmen wir uns, so gesehen, vielleicht mal hier, was haben wir hier drin? Steine. Dann machen wir hier ein Ding für Steine. Das sind eigentlich nicht Cobblestone, sondern nur Stein. Okay, vielleicht nehmen wir das so hin. Hier haben wir nichts drin, aber doch Erde haben wir hier drin. Erde, natürlich ganz klar. Und ich muss wirklich sagen, weil ich bin jetzt umgezogen, eine neue Wohnung seit eine Woche oder so. Und ich muss wirklich sagen, wir haben uns, das Internet war für mich als YouTuber und mein Kollege, der auch Mitbewohner ist, das ist für ihn und der auch der wirklich ein Gamer ist, nicht ein Hardcore-Gamer, aber wirklich ein Gamer ist. Und ich bin eher ein Let's Player, also ich bin nicht wirklich jemand, der gerade spielt, aber der, ja, ist halt so und muss so sein. Und ich bin halt ja auf Internet angewiesen, auf nicht recht schnelles, aber bei mir in der, sagen wir mal so, sind das Stufen, kleine Stufen, bei mir zu Hause bei den Eltern hatte ich damals eine 50.000er Leitung, also
50.000, ist dann immer nur 30 angekommen oder so, 30.000. Ja, dann war es da so um die 10 up und 30 down oder so, also Mbits. Und hier in neuem Wohnbau, also ich habe hier eine neue Siedlung, ein neues Quartier mit Blöcken und da haben wir einfach mal 1 Gigabit up and down, also Glasfaser, ne? Und das Höchste, ich kann hier ein Video, ein 15 Minuten Video an 1,5 Gigabyte in knappe 2 Minuten hochladen auf YouTube. In 2 Minuten. Und ich habe mir extra, weil ich früher, also jetzt immer noch, habe ich extra mal einen alten Laptop genommen als Upload-Laptop, da mein Computer ziemlich viel Strom frisst, wegen Energiesparen und so, damit ich nicht die ganze Zeit für den Upload für meine 21 Videos pro Woche immer der Computer an sein muss. Aber mittlerweile könnte ich theoretisch gesehen meinen Computer nutzen. Neta, okay. Never. Also es ist irgendwie... Ich weiß nicht. Es geht auch ohne Upload-Laptop mittlerweile schon. Aber ich bin auch immer dafür, den über Nacht anzulassen und den 21 Videos pro Woche hoch. Also die Videos pro Tag wäre auch schon schlimm, ne? Aber pro Woche natürlich ganz klar hochladen. Ich nehme vielleicht die Blätter, die wir eigentlich einlagern wollen. Vielleicht irgendwo, wo es niemand will, hinten rechts, links, bla bla, die hier hinten wegschmeißen. Und auch nur Laub. Machen wir nur Laubblätter, das geht klar, ne? Laubblätter. So. Wunderschön diese Musik, muss ich wirklich sagen. Wunderschön, was ich ausgesucht habe. Die Playlist ist ja doch von mir. Die Playlist ist doch von mir. Über die Jahre ist sie groß geworden mit über 500 Liedern. Also wir haben hier, glaube ich, keine Ahnung, viel. Genügend auf jeden Fall. Teilweise sind sie nicht copyright-frei, aber naja, ist ja nicht so. Ist nicht so schlimm. Mittlerweile gibt es auch von YouTube her schon wieder Audio-Überwachungsgedöns-Dinge, so kann man das rausfiltern. Müssen wir jetzt irgendwie das Schwarz-Eichenholz-Zaun? Wollten wir die Zäune und dann alle zusammen oder wollten wir, wie wollen wir das lagern? Wollen wir die Sorten, also alle Zäune miteinander, also es gibt noch vielleicht Eichenzaun und andere Zäunearten, oder wollen wir dann die Zäune oder nach Holzart sortieren? Wäre vielleicht auch noch so schlecht. Dann brauchen wir viel mehr, ne? Rohholz. Bearbeitetes Holz und hier oder nur Zwischen- oder Rohlinge und hier einfach Endprodukt. Holz Endprodukt. Einmal ein bisschen, wir können die Schilder immer noch umbenennen. Die Schilder können wir immer noch umbenennen, kein Problem. Aber da machen wir ein bisschen Ordnung und ich denke mal, das ist ja nicht mal so schlimm. Holzart, okay. Gut. Machen wir das. Kein Problem. Ich finde es ein bisschen blöd, dass du jetzt mit deinen nassen Händen, wenn du das nass hast, auf deinem Display rum drücken musst. Aber naja. Schwarzeiche, okay. Schwarzeiche. Wenn noch ein L dranhängen, dann sieht es wie ganz anders aus. Ich muss hier mal kurz was machen. Ja. Nochmal hier mal kurz. Ich will mal kurz mal schauen. Ich will nicht das Ding, aber gut, es geht auch hier so rum. Nein. Ich finde es aktuell noch blöd, dass man bei mir auch die Dinge nicht einstellen kann, ne? Also die Qualität, Stufen so gesehen. Das finde ich ein bisschen blöd. So, wir haben, mal kurz. Dashboard. Okay, hervorragend, gut. Das wollte ich hören von Twitch. Mein Stream ist hervorragend. Okay, das klingt wieder so falsch. Das klingt wieder so falsch, mein Mädchen, wenn man die Finger wieder trocken saugt. In der Badewanne ist es logisch, aber wenn dann nicht in der Badewanne sitzt, dann wäre es wieder
in eine falsche Richtung gegangen. Aber na gut, wir sind natürlich hier und wir wollen natürlich auch was haben. So, ich weiß nicht, mal hier. Wir haben natürlich Fichte, machen wir vielleicht hier. Fichte. Und Eiche. Ja. Wunderschön hier. Wunderschön.